Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur DMEV-Akademie. Unser Thema heute: Einstieg in den Hubschrauberkunstflug. Mein Name ist Christoph Bremer und ich bin Ihr Moderator des heutigen Abends. Wir haben zwei Referenten heute, die ich ganz kurz vorstellen möchte. Einmal ist das Uwe Naujoks. Er ist als 2019 Sportreferent für Hubschrauberkunstflug im DMEV, war selbst Teilnehmer bei zahlreichen nationalen und internationalen Meisterschaften in der Klasse F3C und später F3N. Diese etwas freiere Klasse mit Freestyle-Musikkür, so sagt er, lässt etwas mehr Platz für Kreativität. Uwe ist zudem Autor für zahlreiche Fachmagazine, unter anderem auch für das DMV-Verbandsmagazin Modellflieger. Herzlich willkommen, Uwe. Hallo. Als zweiten Referenten haben wir Michael Steinmetz dabei, in der Szene besser bekannt unter dem Namen The Copper Dog, nicht The Chopper Dog. Er wird es vielleicht noch erklären. Mal gucken. 2014 begann er mit dem Wickeln von Motoren, vorerst nur für den Eigenbedarf. Nachdem einige Tuning-Objekte auch das Interesse anderer weckten, entstanden weitere starke Motoren, die zum Selbstkostenpreis verkauft wurden. Später machte er sein Hobby zum Beruf. Sein Motto lautet: Kann denn Leistung Sünde sein? Guten Abend, Michael, herzlich willkommen in der Runde. Hallo zusammen. Ganz kurz zum Ablauf: Wer die DMV-Akademie schon bei anderen Seminaren besucht hat, kennt das. Ihr könnt Fragen stellen. Nutzt dazu bitte das F&A-Tool. Wenn ihr Kommentare, Hinweise oder euch untereinander unterhalten und austauschen wollt, nutzt gerne den Chat für Fragen, aber bitte das F&A-Tool. Das findet ihr an der unteren Spalte, entweder im Browser oder eben in der Zoom-App, je nachdem, wie ihr das nutzt. Wir haben zwei Themenblöcke. Den einen übernimmt Uwe, den anderen übernimmt dann Michael. Während oder bei diesem Break jeweils des ersten Themenblocks, und man fängt an, machen wir die erste Fragerunde. Wir können schon zwischendurch schon Fragen stellen. Wir werden die aber dann eben nach dem ersten Themenblock beantworten. Und nach dem zweiten Part, den Michael übernimmt, gibt es dann weitere Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Nutzt das gerne. Wir freuen uns da auf einen angeregten Austausch. Das war es dann fürs Erste von mir. Dann würde ich auch schon an Uwe übergeben mit dem Einstieg in den Hubschrauberkunstflug. Uwe, du kannst loslegen und deinen Bildschirm teilen. Hallo, schön, dass ihr dabei seid, obwohl wir den Termin verschieben mussten. Zunächst ein kleiner Überblick über die Themen. Ich muss gerade hier noch meine Fenster verschieben. Jetzt komme ich an meinen Text nicht ran. So, wir schauen uns an Flugstile und deren Unterschiede. Wir unterscheiden Trainer- und Kunstflughubschrauber. Und wenn ihr euch schon mal gefragt habt, wie ihr die Flugeinstellung eures Hubschraubers an eure Wünsche anpassen könnt, dann ist das Kapitel Einstellung für euch interessant. Wie soll ich trainieren? Ist das nächste Thema mit vielen Tipps und Anregungen zum Training. Besonders freue ich mich auf einen spannenden Beitrag von Michael Steinmetz zum Thema Antriebsauslegung. Zunächst möchte ich mich kurz vorstellen. Ich fliege seit 10 Jahren mit Leidenschaft Hubschrauber-Kunstflug. Mein Name ist Uwe Naujoks. Seit 3 Jahren bin ich ehrenamtlich als Referent für Agro-Hubschrauber im Modellfliegerverband tätig. Ich bin aktiver Wettbewerbspilot und mein Highlight war bisher die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2019 in Deutschland. Am Anfang möchte ich gerne die Flugstile ein bisschen einteilen. Da haben wir einmal das Schweben in Heck-, Seiten- und Nasenflug, den Rundflug mit einfachen Figuren, weiträumigen Kunstflug und dem sportlichen Kunstflug mit festem Programm und vorgegebenen Figuren. Ein weiterer Punkt ist Freestyle 3D F3N. Da sind der Fantasie des Piloten keine Grenzen gesetzt. Geflogen wird in allen Lagen und Richtungen, Freestyle, Figuren und Musikflüge. Showflug wird oft auf Messen und Flugtagen eingesetzt. Im Schwebe- und Rundflug spricht man von einfachen Flugmanövern in Normallage. Zwei Steuereingaben gleichzeitig reichen aus, um die Figuren einzuleiten oder zu fliegen. Dabei zählen zum Beispiel Figuren wie Looping, Rolle und Flip. Im Kunstflug werden die Figuren meist weiträumig und gezielt geflogen.
Manöver bestehen aus Kombinationen von Basics in Normal- und Rückenlage. Hier ein Beispiel als Oval. Das Oval besteht aus zwei halben Looping, zwei halben Rollen und zwei geraden Strecken in der Mitte. Ein weiteres Beispiel ist die Kerze. Die Kerze besteht aus zwei Viertel Looping im Ein- und Ausflug, einer geraden Strecke senkrecht nach oben und einem halben Flip 180 Grad in der Abwärtspassage. Also alles einzelne Flugmanöver, einzelne Basics, die aneinandergereiht sind zu einer kombinierten Figur. Der Vorteil dieser großräumigen Figuren, man hat viel Zeit zum Steuern. Der Pullberg sieht etwas komplizierter aus, ist aber sehr schön zum Fliegen. Er besteht aus halbem und viertel Looping in Vorwärts- und Rückwärtsfahrt. 3D-Figuren sind auch in die Tiefe geflogen, sind 3 bis 4 Steuereingaben gleichzeitig erforderlich, um die Figuren zu fliegen. Beispiele sind Kreise und Funnel, kombiniert beispielsweise mit Pirouetten und Rollen. Die Figuren werden in allen Richtungen und Lagen geflogen, auch Reversal, das heißt im und gegen den Uhrzeigersinn. Oder gespiegelt, das heißt zum Beispiel mit Sicht auf Rotor oder auf das Landegestell. Der Schwierigkeitsgrad ist hoch. Ich nehme als Beispiel mal Kreise. Kreise kann man im oder gegen den Uhrzeigersinn fliegen, vorwärts und rückwärts und in Normal- und Rückenlage. So komme ich im Uhrzeigersinn bereits auf 4 Varianten, nämlich mit Vorwärtsfahrt, rückwärts, Heck nach unten und Heck nach oben. Das Gleiche kann man gegen den Uhrzeigersinn fliegen, sind weitere 4 Varianten. Dann die gleichen Varianten in Rückenlage sind nochmal 8 weitere Varianten. So gibt es 18 verschiedene Möglichkeiten, Kreise zu fliegen. Ein sehr interessantes Trainingsspektrum. Nehmen wir als Beispiel den Pyroflip. In einer Richtung schon sehr schwer zu fliegen. Die nächste Stufe wäre, die Drehrichtung des Hecks zu ändern, also ein Reversal. Der erste Pyroflip mit Drehrichtung links, der zweite Pyroflip mit Drehrichtung rechts. Oder ein Kreis. Die nächste Schwierigkeit wäre beispielsweise ein Rollenkreis. Nochmal schwieriger ist, den Rollenkreis mit wechselnden Rollrichtungen zu fliegen. Oder schauen wir uns einen Funnel an. Die Erweiterung wäre ein Pyrofunnel. Das nächste Level wäre, die Drehrichtung der Pirouetten zu ändern. So kann man die Figuren nach und nach im Schwierigkeitsgrad aufbauen. Der an Flugschauen gezeigte Showflug ist dagegen meist auf ein Laienpublikum zugeschnitten. Im Vordergrund steht die spektakuläre Show. Je unerwarteter und spektakulärer ein Manöver ist, desto begeisterter sind die Zuschauer. Oft werden die Manöver in Bodennähe geflogen oder mit Musik unterlegt. Das Risiko eines Absturzes ist hoch. Perfekte Beherrschung des Modells durch den Piloten ist Voraussetzung. Werfen wir noch einen Blick auf die Wettbewerbe. National werden deutsche Meisterschaften im Hubschrauberkunstflug in 3 Teilwettbewerben ausgetragen. Geflogen werden die Klassen F3C und F3N. Für Einsteiger sind Sportklassen mit etwas geringerem Schwierigkeitsgrad wählbar. Europa- und Weltmeisterschaften finden jährlich wechselseitig statt. Die oben genannten Klassen unterscheiden sich sehr stark im Flugstil. F3C ist streng reglementiert, die Figuren sind vorgegeben und die Flugbahn erfolgt überwiegend zweidimensional auf einer Linie. Geflogen wird ein vorgegebenes Programm von 2 Schwebefiguren, 6 Fahrtfiguren und einer Autorotationslandung. Deutlich weniger stark reglementiert ist die Klasse F3N. Die Präsentation der Figuren erfolgt nicht nur in Höhe und Breite des Flugfeldes, sondern überwiegend dreidimensional, also auch in die Tiefe. Die Präsentation ist weniger weiträumig. Ein Durchgang umfasst 4 Vorführungen, die sich aus 2 Durchgängen Setmanöver, einer Kür und einer sehr publikumsbeliebten Musikkür zusammensetzen.
Die 7 Figuren aus den Z-Manövern sind aus einem Figurenkatalog frei wählbar. Die Manöver sind doch mit K-Faktoren versehen, die den Schwierigkeitsgrad beschreiben, aber keine Sorge, doch sind auch Figuren ab K-Faktor 4, wie beispielsweise Looping und Rolle, für den Anfang vorhanden. Im Mittelfeld der Schwierigkeit ist mit K-Faktor 7,5 der Funnel. Für Piloten auf Top-Niveau sind Figuren bis K-Faktor 11,5 am Start. Das ist zum Beispiel ein Pyroglob Reversal. Die Euroheli-Serie ist ein internationaler F3C-Wettbewerb. Er wird überwiegend in Europa ausgetragen. Wie gesagt, geflogen wird die Klasse F3C. In der Regel finden 5 bis 6 Wettbewerbe in unterschiedlichen Ländern statt. Die Wettbewerbe gehen als World Cup in die FAI-Wertung ein. Die Serie ist sehr beliebt und die Wettbewerbe sind kurz nach Veröffentlichung schnell ausgebucht. So unterschiedlich wie die Flugmanöver sind auch die Anforderungen an den Modellhubschrauber. Grundsätzlich kann mit allen landesüblichen Trainermodellen Kunstflug geflogen werden. Ein Hubschrauber ab einer Blattlänge von 550 mm haben sich aber als sehr gut geeignet herausgestellt. Das heißt aber nicht, dass es mit kleineren Helis nicht auch gut machbar ist. Für Anfänger und Piloten, die noch bei Schwebeübungen sind, ist es von Vorteil, den Hubschrauber etwas gutmütiger einzustellen. Wie das in dem Einzelnen geht, schauen wir uns gleich an. Wichtig ist, dass die Einstellungen zum Flugstil passen und zum Piloten. Die für Kunstflug optimierten Helikopter unterscheiden sich bauseits und in den Einstellungen erheblich von den 3D-Trainermodellen. Die Blattlängen bei diesen Modellen liegen meist zwischen 700 und 800 mm. Die Rotorblätter für F3C-Wettbewerbe sind schwerer. Der Schwerpunkt liegt weiter außen, dadurch erhöht sich die Schwebestabilität erheblich. Die Blattgewichte liegen je nach Länge bei 220 bis 250 Gramm. Ein Sportrumpf kann optional verbaut werden, es erhöht die Sichtbarkeit und die Lageerkennung deutlich. Durch das höhere Gewicht der Hubschrauber bis zu 6,5 Kilo reduziert sich die Windanfälligkeit. Das war Part 1. Zu diesem Themenblock haben wir eine kleine Umfrage vorbereitet. Würde ich den Christopher bitten, diese Umfrage jetzt einzuspielen. Ja, kurz einmal, die Fragen sind, welche Heligröße fliegt ihr? 700er, 500er oder kleiner? Und was ist dein überwiegend geflogener Flugstil? Schweben ist ein Rundflug, Kunstflug, weiträumig Stil F3C, 3D Freestyle F3N oder Showflug? Ja. Kurz Zeit, das einzugeben, dann sehen wir gleich das Ergebnis. Wissen wir auch, wie viel wer in der Runde ist, wer was macht. Und doch über 100 Leute hier. Bin mal gespannt. So, ich glaube, können wir schließen. Haben wir, ja. Also, haben wir 39% fliegen 700er, 37 500er und 24% kleiner. Ja. Ist das so erwartet, Uwe, oder hast du dir ein anderes Bild gedacht? Nur das ist die Erfahrung, die ich auch so über die Jahre gesammelt habe. Und dann haben wir 79% sind noch beim Schweben Rundflug. Wir sind ja auch bei einem Einsteigerseminar, also von daher seid ihr richtig. Aber auch schon 16%, die beim Kunstflug sind, ja, Stil F3C. 2% dann erst bei 3D Freestyle F3N und 3% Showflug. Interessant. Danke für eure Teilnahme. Dann machen wir weiter. Ich habe noch ein paar weitere Folien vorbereitet. Schauen wir uns nun die Einstellung an. Das Flugverhalten eines Modellhubschraubers kann im Flyballess-System, im Sender und am Modell selbst verändert werden. Beginnen wir mit dem Flyballess-System.
Da gibt es den Parameter Wendigkeit. Je höher dieser Wert gewählt wird, umso agiler ist der Hubschrauber. Senkt man den Wert ab, wird der Hubschrauber sehr gutmütig und etwas träger. Dual Rate ist eine Funktion am Sender. Durch Ändern der Parameter kann der Servoweg reduziert werden. Schauen wir uns die Auswirkungen in einem Video an. Hier habe ich zwei Kanäle auf einen Stick gemischt, um den Unterschied zu zeigen. Links ist kein Dual Rate eingestellt, rechts sind 50% Dual Rate am Sender programmiert. Es ist sehr gut zu erkennen, dass bei gleichem Knüppelweg erheblich weniger Servoausschlag erfolgt. Es gibt bei den Flyballist-Systemen die Besonderheit, dass kein Servoweg gesteuert wird, sondern der Senderimpuls in Drehrate umgesetzt wird. Reduziere ich also den Servoweg am Sender, erfolgt eine reduzierte Anforderung der Drehrate beim Flyballist-System. Schauen wir uns Expo an. Expo kann im Sender oder im Flyballist-System eingestellt werden. Man sollte aber nach Möglichkeit nur an einer Stelle Expo einstellen. Was macht Expo? Es reduziert die Ausschläge um die Mittenposition. Die Steuerausschläge werden dadurch etwas besser dosierbar. Schauen wir uns auch dazu kurz ein Video an. Hier sind auch wieder zwei Kanäle auf einen Geber gemischt. Links sind zur Veranschaulichung 75% eingestellt. So viel wird man beim Modellhelikopter nicht einstellen. Es macht aber die Wirkungsweise verständlicher. Und ich kann es hier besser darstellen. Rechts ist kein Expo eingestellt. Schauen wir uns an, was passiert. Hier kann man jetzt gut sehen, der Servoweg bleibt gleich. Der ist also nicht reduziert. Die Steuerausschläge um die Mittenposition sind mit Expo deutlich geringer. Der Steuerverlauf ist nicht linear. Der Servoweg bzw. die Drehrate wird mit zunehmendem Weg größer. Die Steuereingabe wird durch Expo etwas weicher um die Knüppelmitte und erzeugt ein entspannteres Steuergefühl. Der Servoweg, wie gesagt, wird im Gegensatz zu Dual Rate nicht verändert. Kommen wir zu den Rotorblättern. Die Rotorblätter haben einen sehr großen Einfluss auf die Flugeigenschaften. Als Faustformel kann man folgende Leitsätze aufstellen. Leichte Blätter sind wendiger als schwere Blätter. Schwerpunkt weiter außen macht das Blatt träger. Kurze Blätter brauchen meist mehr Drehzahl als längere. In dem gezeigten Bild wird ein F3C-Blatt mit einem normalen Blatt verglichen. Das F3C-Blatt ist 33 Gramm schwerer und der Schwerpunkt liegt 4,5 cm weiter außen, markiert mit dem untergelegten Kugelschreiber. Die Länge ist mit 715 mm bei beiden gleich. Die Flugeigenschaften unterscheiden sich allerdings erheblich. Das schwerere F3C-Blatt fliegt deutlich eigenstabiler. Um bildlich zu sprechen, der Heli fliegt damit wie auf Schienen. Die Spurtreue, wenn ich es so nennen darf, ist präziser. Die Schwägereigenschaften sind deutlich positionsbezogener. Der Heli steht wie angenagelt in der Luft. Das ist jetzt kein Merkmal der Switchblätter, sondern gilt für alle Hersteller mit den beschriebenen Eigenschaften. Die Switch war nur gerade in gleicher Größe im Fundus. Eine weitere Möglichkeit, das Ansprechverhalten zu beeinflussen, ist die Position am Anlenkgestelle des Blatthalters. Schauen wir uns dazu ein paar Bilder an. Links hat der Anlenkpunkt am Blatthalter einen kleineren Abstand zum Drehpunkt der Blattlagerwelle als auf dem rechten Bild. Beim linken Bild geschieht bei gleichem Servoweg eine größere Blattverstellung als rechts. Das bedeutet auch, dass für den gleichen Weg auch mehr Steuerinput erforderlich ist. Das erhöht die Auflösung des Steuerweges und ein feinfühligeres Steuern ist die Folge. Was nehmen wir daraus mit? Möchte ich ein Trainermodell für den Rundflug oder für den Normalflieger etwas entschärfen? Reduziert man die Wendigkeit im Flyballist-System,
Das macht den Heli weniger agil. Längere Rotorblätter machen den Heli träger. Aber hier sollte man die Herstellerangabe beachten, nicht, dass es zur Kollision zwischen Hauptrotor und Heckrotorblättern kommt. Weniger Drehzahl macht das Ansprechverhalten weicher, aber auch unpräziser. Expo auf Ron und Nick entschärft die Steuerung um die Knüppelmitte. Schauen wir uns den umgekehrten Weg an. Welche Optionen sind zum 3D-Flug einzustellen? Eine höhere Wendigkeit im Flyby-System macht den Heli agiler. Leichtere Blätter erhöhen die Wendigkeit. Höhere Drehzahl verbessert das Ansprechverhalten und die Präzision. Was kann bei einem F3C-Modell optimiert werden? Verschiedene Wendigkeiten im Flyby-System für unterschiedliche Flugzustände sind zu programmieren. Für Schwebeflug, Dual-Rate und Expo auf Nick und Roll anpassen. Schwere Blätter mit weit außen liegendem Schwerpunkt machen die Schwebestabilität positionsbezogener. Verschiedene Drehzahlen für Schweben und Kunstflug einstellen. Ausgangswerte beim 750er Hubschrauber sind beispielsweise für Schweben 1250 bis 1500 Umdrehungen oder im Kunstflug 1800 bis 1950 Umdrehungen. Allerdings ist das je nach Hubschraubermodell sehr unterschiedlich und muss einfach erflogen werden. Eine generelle Aussage kann man hier nicht treffen. Auch wenn die Blätter jetzt kürzer sind, beispielsweise beim 550er oder 700er Hubschrauber, erhält man hier ganz andere Werte. Kommen wir zum Training. Ich erinnere mich noch gut an meine Anfänge mit einem Coax-Heli. Danach kam ein drehzahlgesteuerter Styropor-Hubschrauber, den ich nie richtig zum Fliegen brachte. Die Erkenntnis, dass es alleine schwer wird, reifte sehr schnell. Ich suchte mir einen Verein, wo hilfsbereite Heliflieger waren, die mit Tipps und Hilfestellungen Lehrer-Schüler-Flügen unterstützten. Die nachfolgenden Tipps beruhen auf eigenen Erfahrungen, die ich die letzten 10 Jahre gemacht habe. Wo gibt's Hilfe? In erster Linie habe ich Hilfe durch engagierte Clubmitglieder erhalten. Mit viel Geduld haben die Kollegen mir beim Programmieren geholfen. Stück für Stück wurden die ersten Basics im Lehrer-Schülerbetrieb trainiert. Weitere Hilfe gab es bei Modellflugschulen. Je nach Leistungsstand ist das Geld gut investiert und deutlich preiswerter als der nächste Absturz. Sehr wertvolle Unterstützung gab es auch bei den Trainingstreffen der Wettbewerbspiloten. Hier gibt es Hilfe voller Leidenschaft und meist kostenlos. Sie finden meist vor den Wettbewerben im April und Mai jeden Jahres statt. Der Blick Richtung Wettbewerb lohnt sich auf jeden Fall, selbst wenn die Teilnahme nicht in Frage kommt. Hier gibt es Trainingsansporn, klar nach Schwierigkeitsgrad gestaffelte Figuren und vieles mehr. Was würde ich heute anders machen? Würde ich heute nochmal anfangen, käme auf jeden Fall der Simulator früher und häufiger zum Einsatz. Ein besseres und günstigeres Hilfsmittel gibt es nicht. Der anfängliche Glaube, mit 3 Akkus am Wochenende kann man Heli fliegen lernen, hat sich als völlig unrealistisch herausgestellt. Daher mein Tipp, regelmäßig und viel fliegen. Um rasch vernünftige Fortschritte zu erzielen, ist ein koordiniertes, regelmäßiges Training in Verbindung mit dem Simulator erforderlich. 2 bis 3 Trainingseinheiten sind da sicherlich sehr hilfreich, gerne auch mehr. Wie geht man ein strukturiertes Training an? Das erste Ziel sollte ein sicherer und kontrollierter Flug mit dem Helikopter sein. Am Anfang sucht man besser einfachere Figuren aus und versucht, diese in beide Richtungen zu fliegen. Das verhindert, dass man sich eine Schokoladenseite angewöhnt. Wichtig ist, die Figuren in der Raumaufteilung mittig oder zentriert vor sich zu fliegen. Ihr werdet feststellen, dass die Figuren, die man auf dem heimischen Flugplatz perfekt kann, auf anderen Flugplätzen oder als Gastflieger oder vor Publikum bereits zu einer Herausforderung werden. Daher mein Tipp, öfter den Standort oder die Flugrichtung ändern und als Gast auf anderen Flugplätzen fliegen gehen. Wie kann man den Schwierigkeitsgrad von Figuren einteilen? Im Wettbewerb gibt es dazu den K-Faktor, der hilft euch aber zu Hause nicht weiter. Betrachtet man die 4 Grundsteuerfunktionen wie Pitch, Heck, Roll und Nick, so gibt es Figuren, die mit nur 2 Steuereingaben gleichzeitig zu fliegen sind. Pitch ist grundsätzlich immer zu steuern. Mit Nick
Mit Nick zusätzlich kann der Geradeausflug vorwärts und rückwärts gesteuert werden. Ebenso sind der Looping, Turn und Rollen mit zwei gleichzeitigen Steuerbewegungen zu fliegen. Bei Kreisen und Funnel kommt mit Heck schon eine dritte Steuereingabe hinzu. Beim Pyroflip beispielsweise sind alle vier Funktionen gleichzeitig zu steuern. Je mehr Steuerfunktionen gleichzeitig zu bedienen sind, umso schwieriger die Figur. Ich empfehle, neue Figuren immer erst am Simulator zu fliegen. Dort könnt ihr gefahrlos den Schwierigkeitsgrad testen und seht, was schiefgehen kann. Dann ist man auf dem Flugplatz vorbereitet, wenn die Figur nicht sofort perfekt klappt. Fazit daraus, je mehr gleichzeitige Steuerfunktionen, desto schwieriger ist die Figur zu fliegen. Das Aussteuern zur Korrektur ist damit nicht gemeint. Das ist immer und überall erforderlich. Es geht nur um die Grundfunktion, um die Figur gezielt zu steuern. Auch am Simulator kann man sein Trainingsmodell einstellen und auf eine seiner Vorlieben konfigurieren. Drehzahl und Wendigkeit sind genauso einzustellen wie Dual Rate und Expo, sowie Pitch und Gaskurve. Besonders empfehlen möchte ich die Funktion Zeitlupe und No-Pitch-Trainer. Mit Zeitlupe kann die Anzeigegeschwindigkeit reduziert werden. Damit steht mehr Zeit zum Steuern komplizierter Figuren zur Verfügung, um erst einmal in den Steuerablauf hineinzukommen. Der No-Pitch-Trainer fixiert den Heli auf einer Höhe, ohne notwendige Pitch-Eingabe. Damit kann man beispielsweise erst einmal den Ablauf eines Pyroflip verinnerlichen und das Timing der Steuerfunktion in Trockenübung einstudieren. Bevor wir zum nächsten spannenden Thema von Michael Steinmetz, Antriebsauslegung, kommen, haben wir noch eine kleine Umfrage vorbereitet. Würde ich den Christopher bitten, die Umfrage einzuspielen. Frage läuft ja schon wieder, ihr seht ihr auf eurem Schirm. Habt ihr Interesse an einem Praxisworkshop? Ja oder nein? Wäre ein Lehrer-Schüler-Workshop mit Flugleiter ein Thema für euch? Ja, mit Flugleiter wäre super. Nein, lieber nur mit dem eigenen Heli ohne Fluglehrer. Entschuldigung, nicht Flugleiter, sondern Fluglehrer natürlich. Da ganz kurz eure Antworten, dann sehen wir gleich auch in Echtzeit das Ergebnis ausgewertet und kommen dann genau gleich zu den Fragen. Da haben sich schon ein paar gesammelt. So, Ergebnis ist da. Habt ihr Interesse an einem Praxisworkshop? Ja, 83%. Uwe, da hast du was zu tun. Und auch eben ein Lehrer-Schüler-Workshop mit Fluglehrer ein Thema für euch. Auch das 80%. 20% möchten aber lieber ohne Lehrer-Schüler fliegen, sondern mit dem eigenen Heli. Ja, aber das kann man super kombinieren. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das kann man nämlich gut machen. Ja, vielen Dank für die Umfrage. Wir haben jetzt Zeit für die Fragen. Die erste, die haben wir auch gleich eigentlich zweimal. Welcher Flugsimulator zu empfehlen ist? Das ist ja auch immer eine persönliche Geschichte, glaube ich, welchen man mag. Aber gibt es speziell für Heli welche, wo du sagen würdest, ja, da weiß ich aus eigener Erfahrung oder auch von Kollegen, da kommt man gut mit klar. Ich tue mich da natürlich schwer, jetzt einen Hersteller zu favorisieren. Ich nenne mal eine Handvoll. Da gibt es AQRC, da gibt es den Realflight, da gibt es den Next. Man muss natürlich immer schauen, was auch zu seiner Funke passt. Ich bin nachher letztendlich bei HeliX gelandet, ein sehr günstiger Flugsimulator, aber für mich sehr gut und über USB mit meinen Funken sehr gut kompatibel. Es gibt auch Fluglehrer, die bieten Online-Unterrichte an auf verschiedenen Simulatoren. Ich habe das selber getestet, ich halte das für sehr sinnvoll und eine sehr gute Sache. Da käme der HeliX auch ins Spiel. Doch, das ist ein Fluglehrer am Markt, der dort Online-Unterricht anbietet. Gut, irgendwer ist gerade im Chat aus seiner Tastatur ausgerutscht, aber das hat sich jetzt erledigt. Gut,
Dann Christoph Laube hatte zwischendurch gefragt, als am Anfang, Uwe, du die Kunstflugbilder gezeigt hast, er konnte sich unter den Bildern wenig vorstellen. Gibt es Videos? Also wir haben jetzt keine Videos gezeigt, aber weißt du vielleicht irgendwelche YouTube-Kanäle oder ähnliches, wo diese Kunstflugfiguren erklärt werden? Hast du da einen Tipp? Ja, da gibt es einen Link, den habe ich jetzt aber auf Zuruf nicht parat. Da sind die Figuren inklusive Video- und PowerPoint-Dokumentation beschrieben. Können wir vielleicht hinterher, wir zeichnen dieses Seminar auf, veröffentlichen es aus dem YouTube-Kanal, vielleicht können wir da den Link dann später mit reinpacken, ist dann auch auf der DMV-Seite natürlich zu Sonst würde finden. ich den Fragesteller bitten, mir eine Mail zu schreiben. Ich würde die dann beantworten und Oder den Link das. schicken. Kontaktdaten von Uwe Naujoks findet ihr für Fragen im Nachgang auch auf der DMV-Website unter dem Reiter Sport beim Hubschrauber Kunstflug. So, da haben wir das. Dann Peter Pfeiler möchte wissen, wie muss ich meinen FBL und die Dual Rate einstellen, damit ich bei kurzem Rollvollausschlag eine halbe Rolle hinbekomme? Das kann man so pauschal nicht sagen. Das muss man ja fliegen. Das kommt auf den Hubschrauber an, auf die Drehzahl, auf die Rotorblätter. Da gibt es keine pauschale Antwort drauf. Aber der Hubschrauber macht ja nicht von alleine auch eine halbe Umdrehung. Da muss man auch gezielt steuern und zum richtigen Zeitpunkt aufhören. Gut, Jörg Kraus möchte wissen, ich fliege als Flyballess-System ein GR18-Empfänger. Welche Einstellung verbirgt sich hinter Wendigkeit? Ist es die Taumelscheibenempfindlichkeit? Okay, glaube ich dann selber als Lösung. Nein, die Wendigkeit ist das, was ich eben beschrieben habe, wo ich die Agilität des Hubschraubers mit einstellen kann. Mehr Wendigkeit heißt agiler, weniger Wendigkeit heißt träger. Dann möchte Werner Weizenkeim wissen, ist 2800 Umdrehungen eine gute Drehzahl für Einsteiger? Kommt auf die Blattlänge des Hubschraubers an. Je kleiner der Hubschrauber, desto größer ist die Drehzahl zu wählen. Stefan Schreiner möchte von dir wissen, wie fliegst du eine Rolle mit Pitch und Nick? Eine Rolle mit Pitch und Nick? Nee. Also, ob du eine Rolle mit Pitch und Nick fliegst oder wie du sie mit Pitch und Nick fliegst, das wird aus der Frage nicht ganz klar. Nee, die Rolle ist zu fliegen mit Pitch und Roll. Gut, und dann nochmal eine Frage von Werner Weizenkeim. Wie fliegt man möglichst laute Overseas? Die Frage kann ich nicht beantworten. Okay. Also, dann möchte Harald Bertram wissen, besser kurzer Ansteuerarm am Kopf und Dual Rate oder langer Ansteuerarm? Es kommt darauf an, was ich erreichen möchte. Wenn ich einen Flugstil bevorzuge, der in Richtung F3C geht, ist ein langer Ansteuerarm zu bevorzugen. Geht es mehr Richtung 3D, dann ist es besser, wenn der Arm etwas kürzer ist. Die Steuereinheiten werden da etwas knackiger. Ja, und Frank Laschet möchte noch mal wissen, ob er nutzt den Reflex-Simulator, ob sich ein Umstieg lohnt. Aber das ist schon gesagt, schwer zu sagen eigentlich, ob man. Der Reflex ist ein super Flugsimulator, er wird nur leider nicht mehr weiterentwickelt. Ja. So, und Peter Weinbacher möchte wissen, macht es noch Sinn, heute eine 35-Megahertz-Anlage zu fliegen? Nein, würde ich von abraten. Und Ingo Wohlleben, was hältst du von Rettungssystemen für Anfänger? Eine gute Frage. Ich fliege die Rettungssysteme vom ersten Tag. Ich habe schon Hubschrauber mit dem System kaputt gemacht. Die haben mir aber auch schon den Hubschrauber gerettet. Das ist eine Einzelfallentscheidung. Ich halte die für sehr sinnvoll, die Rettungssysteme. Aber man muss auch trainieren, sie zu benutzen. Dann möchte Sigi Fiemann wissen, wenn die Länge der Anlenkung am Blatthalter ein Kriterium zur Einstellung ist, gibt es Anlenkungen mit unterschiedlichen zu einem Modell? Ja, bei verschiedenen Herstellern gibt es wirklich in der Tat unterschiedliche Anlenkarme. Nicht bei allen Herstellern, aber es gibt Hersteller, die bieten verschiedene Varianten an. Gut, dann. Haben wir das eigentlich noch soweit? Werner, ne? Werner Weizenkeim möchte noch wissen, wie sendet man richtig?
Ich weiß nicht genau, wie die Frage gemeint ist. Kannst du dir darunter was vorstellen? Nein, kann ich mir nicht. Gut. Erklären. Okay, im Moment sind keine weiteren Fragen da. Dann schicken wir schon mal den Michael Steinmetz in die Spur. So, Michael, der nächste Part von dir. Auch herzlich willkommen in der Runde nochmal. Hallo zusammen. So, dann einmal die Regie, einmal den Michael Groß und dann kannst du deinen Bildschirm anfangen zu teilen. So, hallo, also wurde ja schon vorgestellt, ich bin der Michael Steinmetz, auch als Copperdog in der Szene bekannt. Habe mich ganz, ganz viel und viele Jahre ausschließlich mit der Antriebstechnik in Helikoptern, vor allen Dingen halt eben E-Antriebe beschäftigt. Tuning, aber auch Setups generell, sprich Leistungselektronik, Abstimmung und verschiedene Flugstile. Möchte euch heute Abend mal einfach Basics erklären, sollte ja auch ein bisschen für die Anfänger sein, soll heißen, wir reden über Sachen wie zum Beispiel die Spannungslage, die ich wissen muss, um einen Antrieb zu kalkulieren, sprechen über Motor-KV, was das überhaupt bedeutet, sprechen über den Antriebsstrang selbst, also sprich die Übersetzung. Hier gibt es schon ein kleines Problem. Von den meisten Herstellern wird natürlich eine Angabe gemacht. Also ihr habt den Übersetzungsfaktor angegeben, ist aber leider nicht immer vorhanden und wird dann auch komplex, wenn es ein zweistufiges Getriebe darstellt und da keine Übersetzungsverhältnisse genannt werden. Und ich möchte ganz einfach mal kurz erklären, warum das so wichtig ist und wie man schnell zum Erfolg kommt mit einer möglichst einfachen Kalkulation. So, also fangen wir mal mit der Spannungslage an. Ich gehe jetzt einfach mal von einem 700er Hubschrauber aus. Ihr könnt natürlich prinzipiell das später anwenden auf jedes andere Modell auch und jede Zellenzahl. Wir nehmen jetzt mal her, Spannungslage für die Antriebsberechnung 700er Heli 12S, also 12-zelliger Akku. Mit welcher Spannung kalkuliere ich? Jetzt haben wir Folgendes. Ich versuche es mal so recht einfach darzustellen. Ich weiß nicht, ob man es so gut erkennen kann. Also wir haben eine Ladeschlussspannung von diesem Akku. Die liegt etwa bei 4,2 Volt. Weißt du, sieht man dazu? Ja. Die Nominalspannung wird angegeben mit 3,7 Volt. Die Spannung kann unter Last natürlich mal einbrechen, vor allen Dingen, wenn schon eine Zeit lang geflogen wurde, auf 3,3 Volt oder tiefer. Den Faktor, den wir jetzt anwenden für nachher die Berechnung, ist einfach 3,9 Volt aus folgendem Grund. Wir kalkulieren mit 3,9 Volt, damit wir zum einen halt eben eine Lastspannung vorgeben und in der Kalkulation einfach mal nicht nachdenken müssen über verschiedene Faktoren wie Reibungsverluste etc. pp. Also 12-zelliger LiPo, 46,8 Volt als Spannungslage angenommen. Das nächste ist die Motor-KV. Jetzt wird es schon interessant, wenn man KV sagt. Also ein Elektriker, der fängt wahrscheinlich an zu lachen. Für einen Elektriker bedeutet KV einfach Kilovolt. Für uns ist die KV eine Konstante, die bedeutet, wie viel Umdrehungen, Wellenumdrehungen macht dieser Motor pro Volt in der Minute. So, es soll jetzt heißen, also ein 500 KV-Motor, den nehmen wir jetzt einfach auch mal her für dieses Beispiel 700er Heli 12S Antrieb. Der wird lastlos diese 500 KV, diese 500 Umdrehungen mindestens per Volt machen. Tendenziell sogar eher noch etwas mehr. Unter Last natürlich nicht. Das ist auch wieder ein Grund, warum man die Spannungslage etwas niedriger ansetzt, beziehungsweise nachher bei den Reglereinstellungen im System ein Polster lässt nach oben. Das heißt also, wenn der Motor unter Last einbricht, der LiPo unter Last in eine niedrigere Spannung gerät, dann hat der Regler einfach dieses Polster, dieses Regelpolster, um noch nachzuschieben. Das werde ich auch gleich nochmal erklären, aber das nächste wäre jetzt schon die Übersetzung. Wie gesagt, hier gibt es Herstellervorgaben oder eben auch nicht. Einfachster Rechenweg ist, ich bringe jetzt mal ein Beispiel auch mit einem einstufigen Getriebe. Ihr habt ein Hauptzahnrad, ihr nehmt die Anzahl der Zähne und teilt das durch die Anzahl der Zähne, die das Motorritzel hat.
Also es ist jetzt die einfachste Variante. Ob das jetzt ein Zahnrad oder ein Riemenantrieb ist, möchte ich, ist auch völlig egal. Möchte ich mal gerade herzeigen an verschiedenen Modellen. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel diesen kleinen SAB-Hedi, den Goblin. Der Goblin hat ein einstufiges Getriebe, der kleine, ist ein Riemenantrieb. Also auch hier die Anzahl der Zähne vom Hauptzahnrad oder Riemenrad in dem Fall und die geteilt durch die Anzahl der Zähne vom Motorpulli. Gleiche haben wir hier nochmal. Einfach mal eine leere Mechanik hergenommen. Sieht man auch hier ganz schön. Hier hat man also einstufiges Getriebe, Hauptzahnrad, vorne Ritzel, Motorritzel hier versteckt. Einfach Zähne, Hauptzahnrad teilen durch die Zahl der Zähne von dem Motorritzel. Komplexer wird das Ganze natürlich, wenn hier keine Angabe vorhanden ist und es ist ein mehrstufiges Getriebe. Mehrstufige Getriebe finden wir in den größeren Helis öfter. Als Beispiel nehme ich jetzt mal her Hanselite Minicopter, aber auch SAB. SAB wieder nicht aus Zahnrädern bestehend, sondern in der ersten Getriebestufe ein Riemenantrieb. Habe ich auch jetzt mal einfach mal gerade ein leeres Modell hergenommen. Und da wird es dann schon kompliziert. Also wenn hier jemand zu Hause sitzt, der die Anleitung nicht hat oder abweichend von dem, was er gesagt kriegt, hat Antriebsriemenrad verwendet, also Riemenscheibe fürs Motorriemenrad, dann wird es schon ein bisschen komplexer. Und zwar hier gehen wir hin, wie bei dem Modell hier, aber auch beim BT700, ist im Kit ein 21er Pulli dabei, also Motorriemenrad. Das geht auf das Riemenrad, wie ihr vorne seht. Das hat 60 Zähne. Und jetzt kommt eine ganz einfache Rechnung. Ihr teilt auch wieder Anzahl der Zähne durch die vom Motorriemenrad. Und dann kommt die zweite Getriebestufe, Anzahl der Zähne, geteilt durch das sogenannte Vorlegeritzel. Jetzt habt ihr zwei Werte errechnet. Das ist einmal aus dem ersten Antrieb 2,857. Aus dem zweiten kommt 3,579 raus. Multipliziert das miteinander und dann habt ihr den Übersetzungsfaktor von ca. 10,22. Das ist ganz einfach, einmal verinnerlicht. Wie gesagt, falls vom Hersteller da keine Angaben vorhanden. Und jetzt mit der Übersetzung gehen wir auch schon. Wir wissen jetzt also Spannungslage für diese Kalkulation. Motor KV. Jetzt nehmen wir uns die Formel her, die auch recht einfach aufgebaut ist. Wir haben dann zum einen, ich zeige es nochmal her, hier auch in Zahlen. Jetzt haben wir die Spannungslage multipliziert mit der KV vom Motor, geteilt durch die Übersetzung. Also für die Übersetzung habe ich jetzt einfach mal Hauptzahnrad 150 Zähne, Motorritzel 15 Zähne, gibt eine Übersetzung von 10 zu 1. Und dann habt ihr eine Drehzahl, die ihr rausbekommt. Und das ist das, was rein theoretisch das Modell mit maximal 100% Öffnung, also volle Regleröffnung, erreichen würde. Das Maximum sollte sein, 85% in einem 3D-Modell, sprich, also ihr kommt hier auf, wie ihr seht, knapp 2000 Umdrehungen und habt dann einen guten Governor. Für ein Scale-Modell würde ich etwas niedriger ansetzen, etwas mehr Polster lassen, hat den Nebeneffekt, dass die Flugzeit sich auch etwas verlängert. Wobei, ganz wichtig, der Governor, was ist denn das, ein Governor? Wenn im Regler, was bei unseren Heli-Reglern üblich ist, der Governor-Modus ausgewählt wird, dann ist das eine Drehzahlstabilisierung, die also möglichst genau eine gleiche, stabile Drehzahl liefern soll. Dafür brauche ich natürlich die Faktoren wie Spannungseinbrüche, Reibungswiderstände etc., andere Lastzustände mit eingerechnet, ein Polster. Das heißt, ich kann nicht 100% aufmachen, weil dann kann der Regler ja nichts mehr nachgeben. Dementsprechend ist ein Polster anzuwenden von ca. 15% im 3D-Flug und wie gesagt bei Scale-Modellen etwas mehr. Und auch wichtig zu berücksichtigen ist die untere Grenze. Das heißt, ihr solltet euch vorher überlegen, welchen Drehzahlbereich soll denn das Modell abdecken? Was ist die maximale Drehzahl, die ich fliegen möchte? Und daraus kann man auch gut die niedrigste Drehzahl errechnen, die sinnvoll ist. Sogenanntes Low RPM. Man wird das bei fast jedem Reglerhersteller lesen, dass der Regler unbegrenzt teillastfest ist.
ist natürlich nicht so. Also unter einem gewissen Bereich der Regleröffnungen ist ganz einfach die Drehzahlkonstante, die Regelung nicht mehr sauber. Und man macht dem Regler unnötig das Leben schwer, weil ein Bauteil darin, diese sogenannten FETs, also diese Feldeffekt-Transistoren, die takten die Spannung runter. Und umso niedriger die Regleröffnung gewählt ist, umso mehr muss dieses FET arbeiten. Und es entsteht da halt eben auch Abwärme. Dementsprechend versucht, möglichst mit der Öffnung in einem sinnvollen Bereich zu bleiben, sprich 60% etwa Minimumöffnung für Low RPM, kann auch ein bisschen weniger sein, und 85% Maximumöffnung für High RPM, kann auch ein bisschen mehr sein. Aber das ist so ein sinnvoller Bereich, den man damit abdecken kann und man sich auch ganz einfach mit dieser einfachen Formel dann halt eben die Maximaldrehzahl und die minimale Drehzahl ausrechnen kann. Folgendes Problem. Der Antrieb ist nur schnell berechnet. Man kriegt vom Hersteller auch verschiedene Empfehlungen für Motorgrößen. Diese sind meistens ausgedrückt in der Statorgröße. Das heißt, wenn ihr irgendwo eine Statorgröße lest, da steht jetzt dran, der Heli bevorzugt 45-25er Motoren. 45 ist der Durchmesser von diesem Stator und 25 ist die Höhe. Das ist das Innenleben. Das ist also nicht das Außenmaß, sondern hat sich irgendwann etabliert, über diese Größen auch Vorschläge, Empfehlungen zu geben. Jetzt ist es, wie der Uwe schon gesagt hat, hier mein Vorredner, es hängt vom Flugstil ab. Es muss nicht immer das Größte sein. Das ist manchmal auch eine ganz schlechte Wahl. Zu klein gewählt ist allerdings auch schlecht, weil ein Motor, der sich permanent an der Leistungsgrenze bewegt, der verschleißt schneller. Der braucht in der Regel dann sogar höhere Peaks. Also das heißt, der baut recht klein. Und wenn ihm Leistung gefordert wird, zieht er dann höhere Spannungsspitzen wie ein Motor, der durch Drehmoment glänzen kann, der dann etwas größer baut. Dementsprechend sollte man vorher nicht nur wissen, welche Kopfdrehzahlen strebe ich an, sondern was ist mein Flugstil, was will ich fliegen, was kann ich überhaupt fliegen und dann entscheiden, welchen Motor man verbaut. Der nächste Punkt, auch vielleicht ein ganz interessantes Thema, ist auch bereits schon von Uwe angesprochen, Drehzahlen für unterschiedliche Flugstile. Ich erlebe das nahezu tagtäglich, also in der Praxis, weil ich ganz, ganz viele Setups, Settings kalkulieren muss, auch mit Kunden zusammen, dass im Prinzip die Motorgröße, aber auch die Kopfdrehzahlen weit über das Können von Piloten hinaus gewählt werden. Also es ist eigentlich unnötig, man verbrennt irgendwo nur Energie und bringt dem Piloten nichts. Also man sollte hier schon ein bisschen anpassen. Es muss nicht immer das Größte, das Teuerste, das Leistungsstärkste sein, sondern wirklich explizit auf den Flugstil angepasst, den Antrieb gut kalkuliert. Das bringt mehr Effizienz als dieses halbe Prozent oder ganze Prozent, was der ein oder andere Hersteller dann noch mehr bietet als der nächste. Wenn hier zu dem Thema schon mal Fragen vorhanden sind, dann können wir die gerne auch jetzt schon einschieben. Also sind da schon irgendwelche Fragen, Christoph? Oder ja, genau. Alles klar? Da sind schon ein paar Fragen, die von Florian Gärtner stelle ich mal zurück, weil die dann nochmal an den Uwe Naujoks eher geht, weil das so ein DMV-Thema ist. Michael Schüler möchte wissen, wie kann man die Polzahl ermitteln? Die Polzahl ist ganz einfach. Du schaust in den Rotor, also in die Motorglocke rein und zählst die Magnete. Die Magnete sind im Fachjargon die Pole. Gut, dann möchte Kai Wischnewski hat eine Nachfrage. Hast du, Michael, nicht gerade gesagt, dass man 4,0 Volt pro Zelle bei den Akkus nimmt? Also irgendwo ein Widerspruch war vielleicht. Jein. Die 3,9 ist natürlich jetzt mal so angelegt, dass auch hier schon ein bisschen Polster mit reingenommen ist. Man kann natürlich zum Rechnen auch 4,0 Volt hernehmen, wenn man sehr potente Akkus hat, also die eine sehr hohe Spannungslage haben, oder sogar sogenannte HV-Zellen. Also es gibt ja Zellen, die über die Schlussladespannung von 4,2 Volt hinausgehen, bis auf 4,25 oder gar 4,3 Volt geladen werden dürfen. Und die haben natürlich auch im Flug noch eine höhere Spannungslage.
Also grundsätzlich, um auch hier ein bisschen Polster zu gewinnen, ist 3,9 ein guter Faktor, kann aber auch mit 4 Volt gerechnet werden und es tut sich am Ende nicht viel. Okay. Paul Crack möchte wissen, wie viel Drehzahl sollte man für harte Stalls fliegen? Für harte Stalls fliegen? Mhm. Ist das ein 500er Heli, 550er, 700er Heli? Kann man nicht pauschal sagen. Okay. Ralf Herbold möchte wissen, regelt der Regler zur Drehzahlregulierung nur die Spannung, die an den Motor gegeben wird, oder gibt es da noch andere Faktoren? Ja, primär wird die Drehzahl nur über die Spannung geregelt. Also sprich, die wird über diese, wie ich eben schon erwähnt habe, über die Feds runtergetaktet. Aber in verschiedenen Lastbereichen, allerdings hier sind keine großen Drehzahlschwankungen dadurch hervorgerufen, wird auch über das Timing in die Drehzahl eingegriffen. Das heißt also, ein Regler, der am Autotiming läuft, wird unter Last das Timing erhöhen und wenn er lastlos wird oder im Lastwechsel dieser kurze Moment ist, das Timing absenken. Das ist also Drehzahl beeinflussend, aber nur minimal und hängt rein vom Lastzustand ab. Grundsätzlich über die Spannung. Und Harald Bertram, auch eine Frage zur Drehzahl. Den Einfluss der Blattanzahl auf die erforderliche Drehzahl, also 2, 3 oder 5 Blätter zum Beispiel, hat das einen Einfluss auf die Drehzahl? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ist auch eine gute Frage, gerade wenn es in den Scale-Bereich reingeht. Haben wir jetzt wieder auf einer Veranstaltung gesehen, da waren Scale-Modelle dabei, die bei etwa gleichem Rotorkreisdurchmesser Mehrblattköpfe deutlich niedrigere Drehzahlen geflogen haben. Also spring mal einen Vergleich, das waren zwei Modelle, etwa vom Gewicht her identisch und von der Größe her identisch, die in der Drehzahl tatsächlich 300 Umdrehungen Kopfdrehzahl voneinander differiert haben. Also der 5-Blattkopf hatte einfach mal 300 Umdrehungen weniger. Dann möchte Sigi Fiemann wissen, ob es eine Formel gibt, erforderliche Wattleistung für eine bestimmte Kilogrammanzahl Heligewicht oder beziehungsweise wie viel Watt pro Kilogramm Heli? Nee, Sigi, das ist eine Formel, dafür gibt es tatsächlich keine. Aber ein guter Richtwert ist, wenn du dich orientierst an der Herstellerempfehlung und passt dann nach unten oder oben an. Also das heißt, wenn du wirklich so ein Modell im harten 3D bewegen möchtest, lieber noch etwas höher gehen in der Leistungsklasse vom Motor. Und wenn es ganz einfach für einen Rund- und einfachen Kunstflug bewegt werden soll oder halt eben einen Stil, wie der Uwe eben schon erwähnt hat, dann kann man da ruhig ein bisschen tiefer greifen. Aber eine fixe Formel gibt es hier nicht. Ist auch einfach von Modell zu Modell wieder ganz unterschiedlich, wie die Anforderungen sind. Hängt auch ganz viel mit dem Abfluggewicht zusammen. Da möchte Ingo Wohlliebe wissen, wie warm beziehungsweise heiß darf ein Motor nach 6 bis 7 Minuten Schwebeflug sein? Das ist eine gute Frage. Auch hier gibt es grundsätzlich keine Pauschalen, aber einen ganz interessanten, sag ich mal, und gut anwendbaren Richtwert, wie auch schon vor Jahren schon mal Rolf Hacker gesagt hat. Er hat gesagt, man zieht die Grenze einfach bei einer Glockentemperatur, also sprich der Rotor außen sollte circa 65 Grad Temperatur nicht überschreiten. Ist das der Fall, dann sollte nachgebessert werden. Hört sich jetzt auch wieder so ein bisschen pauschal an, hängt natürlich auch mit der Außentemperatur zusammen. Aber wovon ich immer nur abraten kann, ist so Aussagen und Faustregeln, wie wenn man die Hand noch 3 Sekunden dran halten kann, dann ist die Temperatur noch gut. Folgendes, es gibt Leute, die arbeiten in der Kosmetikbranche, die halten die Hand 1 Sekunde dran, da wo unser Hufschmied die Hand noch 30 Sekunden dran hält. Also deswegen, wenn man da wirklich eine genaue Aussage treffen will, messen, diese 65 Grad sind für normale Anwendungen ein guter Richtwert, kann natürlich auch überschritten werden, gerade im harten 3D mit hohen Außentemperaturen, haben ja auch manchmal Motortemperaturen von 80, 85 Grad, auch kein Thema. Aber die 65 Grad als gemessene Temperatur an der Glocke sind schon ganz guter Richtwert. Gut, nach Nachfrage von Sigi Fiemann wieder. Ich stelle den Betrieb bei 3,6 Volt unter Last ein. Ist das zu früh? Ja,
Ja, das ist tatsächlich wirklich sehr früh gewählt. Kommt jetzt allerdings auch darauf an, ob man hier die Strombegrenzung vom Regler antippt, die in der Regel bei 3,3 Volt etwa eingestellt ist, oder ob man hier mit die Kapazität, also im Prinzip festlegen will, die Restspannung, die ich haben will in dem Akku. Also zum einen würde ich sagen, in einem Lastzustand darf so ein Akku ruhig mal auf 3,3 Volt einbrechen. Wenn ich aber im gemütlichen Fliegen, wo jetzt nicht so arg viel Last anliegt, in Akku bis 3,3 einbrechen lasse, dann ist der Akku schon fast am Ende seiner Kapazität. Also da sollte man auch nicht diese sogenannte Unterspannungsabschaltung verwechseln mit der Kapazitätsgrenze, die man sich über eine eingestellte Voltzahl dann setzt. Markus Meder möchte wissen, was macht mehr Sinn, niedriger KV oder eher das Getriebe dann höher untersetzen, sprich höhere KV? Leistungsabhängig. Und zwar die Frage von Markus ist sehr gut, ist nämlich ein interessantes Thema, wo sich auch im Moment ausgetobt wird. Und zwar grundsätzlich hat ein Motor mit einer etwas niedrigen KV auf die verbrauchte Wattleistung ein etwas höheres Drehmoment. Das ist ganz marginal, ist aber tatsächlich so. Ein Motor mit einer sehr hohen KV im Vergleich hat vielleicht etwas weniger Drehmoment auf die Wattleistung gerechnet, aber durch den deutlich höheren möglichen Output natürlich auch dann da mehr Drehmoment. Flugzeit generieren über weniger Drehzahl am Motor geht bedingt. Heißt also etwas niedrigere KV wählen und vielleicht dann einen Zahn mehr am Ritzel oder einen Zahn mehr am Motorpulli haben. Ist aber auch abhängig davon, wie die Belastung ist. Und zwar, wenn viel Belastung ist, mache ich hiermit auch dem Motor irgendwo das Leben wieder schwer. Und ich denke jetzt mal explizit in dem Beispiel, der Markus spielt eher auf den Scale-Bereich ein. Und da macht es schon Sinn, mit der KV ein bisschen runterzugehen und lieber eine größere Übersetzung zu wählen. Jürgen Schuft möchte wissen, woran erkenne ich, wenn ein Heckriemen verschlissen ist und erneuert werden sollte? Gerade sehr gut zu erkennen, eigentlich im Randbereich von so einem Heckriemen. Das heißt, die fangen wirklich mehr oder weniger an zu fransen, obwohl es hier verschiedene Materialien gibt. Die einen zeigen es ein bisschen früher und die anderen zeigen es ein bisschen später. Aber wirklich, also das allerletzte Wechselkriterium sollte sein, wenn der Heckriemen anfängt zu fransen. Timo Reinhardt möchte wissen, wie wichtig ist dabei die richtige Auswahl der Goldstecker am Motor und Regler? Ja, die Frage habe ich gewartet. Danke, Timur, für die Vorlage. Und zwar nicht nur die Dimension ist ganz wichtig, sondern auch die Ausführung dieser Stecker. Das heißt, was man früher ganz unbedacht gemacht hat, also diese sogenannten Büschelstecker, wie diese Bananenstecker auch am Lader aussehen, schlimmstenfalls noch sogenannte drehbare Büschelstecker, die produzieren ein Problem. Und zwar, die haben ganz, ganz unterschiedliche Übergangswiderstände, diese Stecker. Gerade wenn die mal eine Zeit lang in einem vibrierenden Modell gesteckt haben und ein Heli ist ja nun mal niemals vibrationsfrei, dann passiert Folgendes: Der Regler bekommt Probleme mit der Kommutierung, weil der Regler über die sogenannte ungestromte Phase am Motor sich den Back-EMF holt. Also, es hört sich alles ein bisschen kompliziert an, aber der Reglersteller, der weiß halt nur, wo die Motorglocke steht im Moment und welche Phasen er bestromen soll, indem man einen gescheiten Back-EMF hat. Und das verhindern diese Stecker manchmal. Die Stecker haben durch diese unterschiedlichen Übergangswiderstände zum Teil falsche Signale. Und das kann hinführen bis zu einer Fehlkommutierung. Das heißt, dass der Motor bis in den Blockierstrom läuft. Deswegen bitte, Leute, nehmt geschlitzte Stecker, gute geschlitzte Stecker. Und je nach Leistungs- und Anwendungsbereich, also in ganz kleinen Helis, ist 3,5 mm durchaus in Ordnung. Sollte man auch mal schauen, kriegt man auch geschlitzte. Bei 500er Helis, 550er Klasse geht auch noch ein 4 mm Stecker. Alles, was größer ist, 5,5 aufwärts. Und bei extremen Anforderungen setzt man da einen 6er Goldi dazwischen. Bitte nehmt gute geschlitzte. Wenn 2000 Euro in der Luft hängen, solltet nicht auf 30 Cent Stecker ankommen. Harald Bertram möchte wissen, wie ist der Einfluss von profilierten Blättern auf die Drehzahl? Von profilierten Blättern auf die Drehzahl.
Jetzt muss ich ganz ehrlich zugestehen, da fragt er mit mir genau den Falschen. Ich glaube, das ist schon eher so ein Thema wieder für den Uwe. Wir haben bei uns, also ich bin wirklich reiner Kunstflug- und 3D-Pilot, haben wir immer vollsymmetrische Blätter. Ich glaube, was er meint, ist, dass wenn man spezielle Scale-Blätter jetzt zum Beispiel hernimmt oder halbsymmetrische Blätter, die natürlich mit Positiv-Pitch mehr Auftrieb erzeugen und dann wieder mit weniger Drehzahl klarkommen, wie jetzt ein symmetrisches Blatt zum Beispiel. Hängt aber natürlich auch ab von der Blatttiefe und wofür generell das Blatt konzipiert ist. Okay, dann haben wir eine Frage von Hans und da schließt sich Ralf eigentlich an. Wie funktioniert eine Autorotation und was für eine Rolle spielt der Antrieb auf einer Autorotation? Der Antrieb spielt prinzipiell gar keine Rolle für eine Autorotation, weil die ja bestenfalls komplett mit abgeschaltetem Antrieb geflogen werden sollte. Wobei ich dazu sage, wenn ihr das übt, bitte, macht euch mit der Bailout-Funktion von eurem Regler vertraut. Also sprich, hier wird der Motor nicht vollständig abgeschaltet, sondern der wird auf eine ganz geringe Drehzahl abgesenkt. Also man hat 200, 300 Umdrehungen vielleicht noch am Kopf anliegen. Und im Notfall kann man einfach wieder durchstarten und kann den Heli retten. Also bitte am Anfang, wenn ihr August übt, nicht den Motor komplett abschalten, sondern stellt so die Bailout-Funktion ein im Heli, dass der gegebenenfalls dann wieder zum Retten schnell auftourt und weitergeflogen werden kann. Wie man die fliegt, ist auch eine Lernsache. Also man befördert den Heli auf eine gewisse Höhe, geht dann in diese Funktion rein, lässt den Heli mit um Null-Pitch oder sogar bis in den Minus-Pitch-Bereich halt eben fallen. Ich glaube, auch da kann der Uwe einfach besser erklären, wie ich. Am Schluss, er soll ja auf Touren oder bei Touren bleiben, am Schluss das Flären und das Absetzen. Also das ist mehr so Uwe sein Metier. Okay. Ja, Uwe, wenn du dich einschalten willst in Diskussion, immer gerne. Zur Autorotation gibt es noch eine Nachfrage von Ralf Reiner. Ich weiß aber nicht, ob die ernst gemeint ist, weil ich kein Heli-Experte bin. Er fragt, wie stallt man in einer Autorotation? Also ich habe die Kommentare hier mal verfolgt. Ich weiß gar nicht, was er mit stallt meint. Also aber ich gehe mal auf die Autorotation ein. Die Autorotation sollte immer gegen den Wind geflogen werden. Autorotation besagt, man schaltet den Motor aus und landet den Hubschrauber ohne Antrieb. Das heißt, durch die Sinkgeschwindigkeit des Hubschraubers, der muss etwas gegen den Wind angestellt werden, touren die Blätter auf und man kann den Hubschrauber steuern ohne Motorantrieb. Das ist eine Autorotation. Gibt es übrigens beim echten Hubschrauber ganz genauso. Kai Wischnewski möchte wissen, kann ich Motorkabel einfach kürzen? Auch eine sehr gute Frage. Und zwar grundsätzlich nein. Viele, die die ISO entfernen von dem Motorkabel, die denken, sie haben jetzt hier sogenannte blanke Litzen. Also wie wenn ich jetzt zu Hause ein Kabel hernehme jetzt oder nehmen wir mal ein Reglerkabel her, ein AWG-10 oder AWG-12er und ich sehe da die blanken Litzen. Die Motorkabel, das sind keine blanken Litzen bei einem Multifilaren jetzt, sondern das ist der verlängerte Arm der Wicklung. Das heißt, auf jeder einzelnen dieser dünnen Litzen ist Lack-ISO drauf, also eine ISO-Schicht. Und die sind vom Hersteller, sind die Enden wenige Millimeter vorverzinnt. Das heißt, hier ist diese ISO-Schicht entfernt. Und wenn man dieses Kabel kürzt und fängt dann einfach an der gekürzten Stelle an zu löten, dann lötet man im Prinzip nicht auf das nackte Kabel, sondern auf Isolation. Und das gibt keine saubere Verbindung. Bei Dickdrahtmotoren ist es vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man in jeder Motorphase halt eben nur zwei dicke Litzen hat. Hier kann man hingehen, wenn man unbedingt kürzen möchte, dann nimmt man halt eben ein Cuttermesser her oder ein Skalpell und kratzt einfach diese Lack-ISO von den einzelnen Drähten runter, bis der Draht blank ist und verlötet dann. Bei einem Multifilaren ist das natürlich so nicht möglich und deswegen sage ich immer, Leute, bitte kürzt nicht die Motorkabel, sondern kürzt reglerseitig. Gut, Frank Kessler möchte wissen, was passiert, wenn ich den Teillastbereich unterschreite? Ja, hallo Frank. Folgendes, es ist so, du verlierst halt eben an Qualität beim Governor. Und das nächste ist, dass der Regler ganz einfach, das ist auch spürbar, der wird spürbar wärmer.
Also der hat ganz einfach mehr zu tun. Ich versuche mal in das Bauteil, das dafür zuständig ist, ganz kurz und knapp zu erklären. Also dieses Fett, du musst dir vorstellen, es ist halt eben wie ein Becken. Du hast auf der einen Seite den Zulauf, also das ist der Strom, der ankommt. In der Mitte hast du ein sogenanntes Gate, also ein Tor, was immer öffnet und schließt. Und auf der anderen Seite dieses Drain, also das ist das, die Spannung, die noch rausgegeben wird zu deinem Motor. Und umso niedriger die Regleröffnung ist, umso mehr muss dieses Gate arbeiten und muss den Strom runtertakten. Das heißt also, der Regler wird wärmer, wird mehr beansprucht, die Regelung wird weniger gut. Also du merkst das auch am Governor, dass der dann schon, wenn er da mal Last kriegt, schon mal eher was mehr einbricht. Grundsätzlich ist natürlich diese 60%, die ich eben genannt habe, kein Gebet. Wenn du 55% fliegst, für deine Low RPM zu erreichen, ist das auch okay. Aber es ist nicht gut, einen Regler permanent mit sehr wenig Öffnung zu betreiben. Zudem, nächster Effekt, der Lüfter. Der Lüfter vom Motor. Der Motor hat eine gewisse Drehzahl, der hat einen Lüfter, da ist alles gut aufeinander abgestimmt und der wird jetzt einfach nur mit 50% bewegt. Mit 50% Öffnung. Logischerweise dreht der Motor dann ja auch nur halb so viel, wie er kann. Und der Lüfter schaufelt auch nur halb so viel Luft, wie möglich wäre. Also es ist so, es spielt alles so ineinander. Also bitte nicht zu tief runtergehen mit der Öffnung. Gut, dann haben wir nur noch eine wirklich technische Frage von Michael Schüler. Wie stellt man am besten das Spiel vom Motorzahnrad zum Hauptritzel ein? Uwe, ich oder du? Mach du. Also früher gab es da mal so eine Aussage, die ich gar nicht so prickelnd fand, und zwar, wenn man ein Blatt Papier dazwischen steckt und auch noch rausziehen kann. Also ganz ehrlich, es muss ein leichtes Flankenspiel vorhanden sein, weil auch je nachdem, wenn geflogen wird, wenn Erwärmung stattfindet, dann würde das Motorritzel ja auch einfach Press anliegen, was dazu führt, dass es irgendwann Zähne kostet am Hauptzahnrad. Deswegen optimale Einstellung, funktioniert bei fast allen Materialien gut. Immer auch bedenken, wir haben unterschiedliche Verbundstoffe, die hier verwendet werden. Man geht hin und dreht dieses Hauptzahnrad anliegend an dem Motorritzel. Und irgendwann, auch obwohl es ein CNC-gefrästes Teil ist in der Regel, merkt man, man hat eine Stelle, die sehr viel Abstand hat und eine Stelle, die fast keinen Abstand mehr hat. Und jetzt orientieren wir uns mit der Stelle, die den geringsten Abstand hat. Und zwar hier lassen wir ein ganz klein bisschen Spiel. Das kannst du so ausprobieren, indem du einfach den Motor festhältst und dann so ganz leicht am Hauptzahnrad mal ein bisschen bewegst. Ganz, ganz minimales Spiel an der engsten Stelle einstellen und dann fixen. Und dann wirst du sehen, dann hast du auf der anderen Seite zwar ein klein bisschen mehr Spiel, aber immer noch so viel, dass es an der engsten Stelle nicht press sitzt. Und das ist eigentlich eine Einstellung, mit der schon seit Jahren gut war. Gut, es sind noch Fragen dazugekommen. Rüdiger Hötzel möchte wissen, ist der Prozentwert in der Gaskurve identisch mit der Regleröffnung? Oder ist es abhängig vom Sender und Empfänger? Auch eine gute Frage. Und zwar, jetzt nagelt mich bitte nicht fest, aber rein der ausgegebene Wert, wenn ich nicht irre, bei Futaba, ich hatte mittlerweile auch schon so einiges in Betrieb, kann mich aber nicht mehr an alles erinnern. Hier ist der Wert, also gleich minus 100 bis plus 100 ist der volle Steuerweg. Das heißt, wenn ich hier 60% Vorgabe am Sender sehe, dann sind das also nicht 60%, sondern 80, weil der Weg insgesamt ja 200 ist. Also nur um das mal zu verdeutlichen, dass der im Sender gesehene Wert nicht identisch ist mit dem, was am Regler ankommt. Auch ganz wichtig an der Stelle, wo wir jetzt schon gerade dabei sind, bei einigen Reglern ist es erforderlich, dass der Gasweg eingelernt wird. Also das heißt, der sogenannte Vollgaswert, Vollpitch auf Null und Nullgaswert. Das geht normal über in dem Programmiermenü über den Pitch-Sig. Und sollte das erforderlich sein, bitte macht es. Weil nur so kommen auch die korrekten Prozentwerte nachher an. Gut, dann noch eine Frage von Kai Wischnewski. Kann ich die Motorwellen von 5 auf 6 mm ohne Probleme selbst wechseln? Je nach Hersteller ja. Hier gibt es auch ein paar verschiedene Sachen zu beachten. Und zwar zum einen, wie ist es gemacht? Also es gibt Hersteller, die die Sicherung der Motorwelle in der Glocke mit 2 Madenschrauben machen. Andere Hersteller haben eine Art Splint drin. Bei diesem Splint wird es schon ein bisschen kompliziert, den auszutreiben und auch wieder einzupressen.
Das, was tatsächlich am kompliziertesten ist, weil es kaum jemand so in der Werkstatt stehen hat, ist, sag ich mal, Material, um die Welle korrekt zu zentrieren und eine Drehdornpresse. Ihr dürft bitte niemals bei einem Wellenwechsel die neue Welle ansetzen und mit einem Hammer eintreiben, weil jeder Schlag mit dem Hammer auf diese Welle bedeutet auch, dass die Glocke, der Rotor, einen Schlag bekommt und dann fliegen irgendwann Magnete raus und man wundert sich, wie das passieren konnte. Also bitte, bitte keine Wellenwechsel ohne entsprechendes Handwerkszeug machen und nicht mit dem Hammer arbeiten. Und eine sehr allgemeine Frage von Paul Krack. Seht ihr noch Hoffnung für F3N und F3C? Wir haben in 14 Tagen den nächsten Wettbewerb in Albstadt. Und die Teilnehmerzahlen sind sehr gut. Uns hat natürlich jetzt die vergangenen 2 Jahre haben uns etwas zurückgeschmissen, aber wir sind guter Hoffnung, dass wir das weiter ausbauen können. Also ich sehe gute Chancen, dass wir das noch ein Stück nach vorne bringen. Dann, Uwe, sicherlich eine Frage, die ja an dich geht, von Florian Gärtner. Wieso gibt es so wenig Unterstützung für die Jugend? Welche Helikopter fliegt? Für die flugzeugfliegende Jugend gibt es sehr viele Events, Jugendsportabzeichen, Jugendmeisterschaft. Für die Heli-fliegende Jugend so gut wie nichts. Ich würde mich sehr freuen, wenn es ähnliche Events für Helis gäbe. Ist was in Planung? Hast du da was im Petto? Das Problem ist, dass die jugendlichen Teilnehmerzahlen bei Helikoptern sehr gering sind. Da jetzt noch Wettbewerbe zu veranstalten, ist sehr schwierig. Unterstützung, also da Treffen zu veranstalten. Ich würde mich aber über eine Mail gerne freuen von dem Florian. Vielleicht können wir da in einem Einzelgespräch eine Lösung erarbeiten, wie wir das gemeinsam ein bisschen nach vorne bringen können. Ich bin da sehr interessiert, die Szene etwas nach vorne zu bringen und gerade auch die Jugendlichen zu fördern. So, da müssen wir natürlich immer Möglichkeiten suchen, wie wir das auch gewährleisten können. Ja. Vielleicht schalte ich mich da noch mal ganz kurz ein. Wollte ich gerade sagen an der Stelle. Gerne, Herr Schweger. Ja, auch im Jugendprogramm war also auch schon mal das Thema Hubschrauber mit integriert. Nur leider hat das keinen Zuspruch gefunden hier. Deshalb sind die aus den regionalen Jugendwettbewerben wieder rausgenommen worden. Gut, also versuchen. Aber wenn der Bedarf da ist, natürlich können wir das auch wieder integrieren. Also wir gucken, wenn jetzt hier welche dabei sind im Publikum, die dort etwas gerne machen möchten und wissen von Jugendlichen, die da auch Lust zu haben, dann natürlich gerne, wie Uwe schon sagte, Kontakt zu ihm aufnehmen. Dann stellt man sicherlich was auch auf die Beine. So, dann ist doch noch eine technische Frage reingekommen, die wollen wir dann natürlich dann gerne noch beantworten. Worin besteht der Unterschied zwischen einem 14-Poler zum 10-Poler? Also grundsätzlich die natürlich die höhere Anzahl an Magneten. Funktionsweise, wenn man Gleiches gegenüberstellt, in etwa gleicher Baugröße, sagen wir mal, wir haben jetzt einen etwa baugleichen 12N10P und einen 12N14P. Also das heißt, es ist ein 12-Nuter Stator, einmal als 10-Poler, einmal als 14-Poler gebaut. Dann haben wir bei dem 14-Poler den Effekt, dass er gerade im unteren und mittleren Drehzahlbereich, wie wir so schön sagen, gut aus dem Quark kommt. Also da ist schon relativ früh recht viel Drehmoment vorhanden. Hat natürlich dann auch in der Regel eine etwas höhere Magnetabdeckung in der Glocke. Der Nachteil ist, wenn es in die hohen KVs geht und in die hohen Drehzahlen rein, dann hat der 14-Poler wiederum auch Nachteile gegenüber dem 10-Poler, weil durch Ummagnetisierungsverluste, gerade bei sehr hohen KVs, auch irgendwann ein Problem mit der Felddrehzahl verursacht am Regler macht. Das heißt, auch kurz vielleicht hier mit reingebracht, die Felddrehzahl, also die Drehzahl, nach der sich der Regler richtet, das ist nicht die Drehzahl, die der Motor auf der Welle macht, sondern hier wird in Polpaaren gerechnet. Wenn jetzt ein Motor auf einer Welle, sage ich mal, 20.000 oder 30.000 Umdrehungen macht, dann ist der Faktor bei einem 10-Poler mal 5 und bei einem 14-Poler mal 7. Und irgendwo ist hier eine Grenze, wo der Regler das noch bewältigen kann. Und da wird es dann problematisch. Aber das muss man immer abwägen, wie das Einsatzgebiet ist, wie die Drehzahlen, die Motor-KV gewünscht ist. Da gibt es sowohl Anwendungen, wo durchaus ein 14-Poler Sinn macht, und es gibt auch Anwendungen, wo ein 10-Poler mehr Sinn macht. Gut, dann noch Sigi Fiemann mit einer letzten Frage. Kann man einen Wettbewerb auch außerhalb der Wertung teilnehmen?
Ja, grundsätzlich kann man da schon mitfliegen. Sigi, kontaktiere mich mal. Ich lade dich gerne mal ein auf den Wettbewerb. Ich unterstütze dich da. Kannst du gerne mitfliegen und dir das Juryurteil abholen. Wir bieten aber auch regelmäßig immer vor den Wettbewerben am Anfang des Jahres Trainingstreffen an. Vielleicht wäre das auch das Richtige für dich, um erstmal den Einstieg zu finden in so einen Wettbewerb. Gut, wunderbar. Dann haben wir keine weiteren Fragen an der Stelle offen. Dann erstmal vielen Dank an das Publikum, vielen Dank an die beiden Referenten, vielen Dank Michael, vielen Dank Uwe. Mir bleibt jetzt nur übrig, auf die nächsten Veranstaltungen hinzuweisen. Vom 1. bis 3. Oktober findet die Modellhobby Spiel in Leipzig statt. Da wird auch der DMV vor Ort sein. Und im Rahmen der Modellhobby Spiel wird es auch DMV-Akademie-Termine geben, sowohl dort vor Ort als auch dann live gestreamt ins Netz. Die genauen Termine geben wir noch bekannt, demnächst auf dmv.aero/akademie. Themen sind Aufstiegsgenehmigung für Modellflugplätze, Hangflug in Dänemark, Faszination RC-Fallschirmspringen, Grundlagen FPV-Kopter und Windkraft am Modellflugplatz. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend und vielen Dank.